So, Freunde, was geht? Battlefield 1. Heute habe ich wieder ein paar Tipps für euch, die euch definitiv beim BF1-Spielen helfen werden. Und vor allem auch, wenn ihr konsequent gegen die Leute vorgehen wollt, die die ganze Zeit auf den Dächern sitzen. Dazu aber gleich mehr. Erstmal geht es los mit Tipp Nummer 1. Und das wird vor allem den Leuten helfen, die gerne Domination oder TDM spielen. Aber auch in der Obung Groß kann man den Tipp ziemlich gut anwenden, wenn man die G-Flagge einnehmen möchte. Auf der Karte Empire's Edge am Rande des Reichs fällt es mir sehr oft auf, vor allem in Domination, dass am Anfang der Runde immer sehr viele Spieler außen lang laufen und dann laufen und laufen und laufen. Irgendwann kommt der Eingang, wenn man so circa eine Minute gelaufen ist, kann man da über so ein paar Trümmerteile hochklettern. Der Nachteil davon ist, dass das halbe Gegnerteam dann schon in der Mitte in der Festung sitzt und die meisten laufen dann mal außen rum und klettern dann da irgendwann rüber. Die Sache ist halt, man kann schon dreimal vorher rüberklettern, denn diese Mauer hat immer so ein paar, ich sag mal, leicht kaputte Stellen, so ein paar leicht eingerissene Stellen, und überall, wo so eine Stelle hier ist, kann man die Mauer zerstören, indem man da eine Ladung Dynamit gegenschmeißt oder mit der AT-Gun gegenschießt. Auf jeden Fall kann man die zerstören und man muss nicht diese ganzen 10 Kilometer da rumlaufen, bis man irgendwo rüberklettern kann. Man kann auch schon vorher rein, indem man einfach diese Mauer kaputt macht. Tipp Nummer 2 bezieht sich auf die Elite-Klassen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, dass, wenn man seine Gasmaske aufzieht, bevor man so eine Elite-Klasse aufhebt, dass man mit der dann nicht nachladen muss, weil man einfach nur seine Gasmaske abzieht. Das verhindert dann die Nachladeanimation. Allerdings stimmt das nicht. Die Nachladeanimation ist zwar nicht da und man zieht nur seine Maske ab, kann aber trotzdem nicht schießen. Erst wenn die nicht vorhandene Nachladeanimation vorbei ist, kann man dann auch schießen. Das trifft auf alle Elite-Klassen bis auf den Flammenwerfer zu, denn mit dem, wenn man da vorher die Gasmaske aufsetzt, ist man sozusagen direkt kampfbereit, weil man die dann halt nicht nochmal aufziehen muss. Dementsprechend, dieser Tipp funktioniert nur bei der Flammenwerfer-Elite-Klasse. Tipp Nummer 3, und zwar kennt bestimmt jeder von euch diese Häuser, die beispielsweise auf Suez oder auch Sinai rumstehen, diese Doppelhäuser, wo auch ganz gerne mal der ein oder andere Camper drauf sitzt, manchmal auch ein bisschen mehr als der ein oder andere. Auf jeden Fall, wie ihr das Campen auf solchen Dächern sozusagen unmöglich macht, geht ganz, ganz einfach. Wenn ihr mal wieder schön eine Runde spielt und da so ein Haus ist, wo Leute drauf sitzen, dann müsst ihr da noch nicht mal irgendwie hochklettern an der Leiter oder irgendwie versuchen aufs Dach zu kommen, um die denn zu erledigen. Meistens liegt da dann sowieso irgendwie so eine Stolperdrahtbombe und man geht hoch oder die gucken die ganze Zeit auf die Leiter. Ihr müsst da gar nicht mal hochklettern oder versuchen hochzuklettern. Ihr könnt einfach nur ganz einfach die Assault-Klasse nehmen, ganz unten in die unterste Etage eine Mine legen und dort drauf schießen. Und das alleine bewirkt, diese eine Mine bewirkt, dass das komplette Haus zerstört wird. Und jeder, egal wo er sich befindet, ob er im ersten Stock ist oder auf dem Dach, fällt sozusagen dann runter. Wenn die schon ein bisschen angehittet sind, sind sie dann down. Dann kriegen sie zusätzlich noch Schaden von den Trümmern und naja, ihr wartet denn da unten und die Camper fallen sozusagen von oben runter und liegen dann auf dem Boden und ihr könnt sie ganz einfach holen. Vor allem, weil sie erstmal sowieso absolut null raffen, was gerade passiert ist, weil in der ersten Sekunde haben sie noch chillig oben auf dem Dach gelegen oder gesessen und in der anderen Sekunde mit einer großen Explosion liegen sie plötzlich ganz unten auf dem Boden. Tipp Nummer 4 bezieht sich wieder auf die Karte am Rande des Reichs. Und zwar kennt ihr bestimmt alle die C- und die D-Flagge. Das ist so der zentrale Punkt von der Karte, wo eigentlich immer Action ist. Und ihr kennt bestimmt auch diese kleine Brücke, die diese beiden Flaggen miteinander verbindet. Und das ist auch die Brücke, womit beispielsweise Panzer es sehr einfach haben, zwischen diesen beiden Flaggen hin und her zu fahren. Diese Brücke kann man allerdings zerstören. Das geht sehr, sehr einfach mit einem Bomber, aber man kann sie auch mit allen anderen möglichen Dingen zerstören. Und wenn diese Brücke down ist, wenn die kaputt zerstört ist, dann haben es Panzer beispielsweise wirklich sehr, sehr schwer, da dann nochmal rüber zu kommen. Tipp Nummer 5 wird den Leuten, die gerne mit dem Scout unterwegs sind, die gerne ein bisschen snipen, sehr gefallen. Denn wenn man die K-Bullets ausgerüstet hat, die in seine Waffe lädt, damit schießt, dann schnell zur Zweitwaffe wechselt, dann wieder auf die Hauptwaffe wechselt und dann nochmal schießt, kann man zweimal ganz schnell hintereinander schießen, ohne zwischendurch nachzuladen, und das mit einem Scharfschützengewehr. Das kann in der einen oder anderen Situation ganz hilfreich sein, in den meisten Situationen ist es aber dann doch deutlich interessanter, zur Zweitwaffe zu wechseln. Aber
vor allem wenn Gegner ein bisschen weiter weg sind, dann kann man damit schön zwei schnelle Schüsse rausprügeln. Freunde, falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich selber einen Daumen nach oben, ein Like. Viel Spaß beim Ausprobieren von den Tipps. Wenn ihr keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, Freunde. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.